Willkommen im RE3-Umleiter in einem Szenario vom lieben Tom Fresco. Wir starten auch mal direkt, befinden uns hier in Duisburg Hauptbahnhof, packen mal den Generalschlüssel auf freigeschaltet, Fahrtrichtungsveränderung hat Vorwärtsstellung, Türen auf, Bremse lösen wir schon mal so ein bisschen an, das Szenario und das Repaint gibt es in der Videobeschreibung. Wir sehen auch hier, man kennt das von den Szenarien von Tom, der Bahnhof ist komplett vollgestellt. Also hier noch ein Flirt, hier noch eine 422, hier noch Dostos mit einer 146 da hinten, noch ein Intercity und da noch eine 425 auf Gleis 1. Und was auch ganz cool ist, mittlerweile werden auf, zumindest manchmal, werden bei einigen Bahnsteigen, werden einem da Zugziele angezeigt. Ihr seht das da vorne zum Beispiel. Ich weiß nicht, wo genau das zustande kommt, aber anscheinend ist das mittlerweile so. So, und wir fahren jetzt gleich auch ab. Und zwar jetzt. Und zwar mit 90 dürfen wir ausfahren. Und wenn mich nicht alles täuscht, müsst ihr jetzt hier links neben dem ICE auch die Eurobahn ausfahren. Dann müssten wir eigentlich eine schöne Parallelfahrt haben. Mal schauen, ob das funktioniert. Okay, nicht die Eurobahn, aber die 422 hier. Doch. Eieiei, herrlich. Okay, wir dürfen ab hier vorne 150 fahren, also den V-Sollsteller einmal hochgelegt in die Position für 150 km/h. Genau. Und wir beschleunigen und halten dann in Mülheim Hauptbahnhof. Dreifachausfahrt. Könnte der Titel dieser Folge werden. Dreifachausfahrt. Das wäre doch was. Muss ich mir irgendwo aufschreiben, sonst vergesse ich das. Toll, der Stift schreibt nicht. Ich brauche einen anderen Stift. Wie lange haben wir noch bis Mülheim? Noch ein bisschen. ICE Intercity da links. Also mal wieder ganz, ganz großes Lob an den Tom. Szenarios grandios, KI-Verkehr, der absolute Wahnsinn. Das ist allerdings nicht auf der Konsole nachspielbar. Das liegt daran, dass hier noch eine weitere Mod benötigt wird, nämlich die Mod für Portale vom lieben Taskplace. Daher gibt es das auch nicht im Creators Club, sondern nur im Rails im Forum. Ich bitte das auch zu entschuldigen. Ich habe so leichte Halsschmerzen. Vielleicht hört man es an meiner Stimme. Und ja, manchmal muss ich mich da etwas räuspern. Manchmal versagt mir vielleicht kurzzeitig die Stimme. Das kann gut sein, aber ich hatte halt trotzdem Lust, TSW zu spielen, was aufzunehmen. Also von daher, warum auch nicht? So, 4,25 steht da vorne. Noch 3 Kilometer haben wir. So, Leistungshebel in Nullstellung. So. Oh, und wir haben halt zu erwarten, wenn wir jetzt natürlich auf PZB wachsam drücken.
Du hast der Vorsignal Wiederholer. So, 40 km/h haben wir erreicht und am Ende des Bahnsteigs ist das Hauptsignal. Wir müssen vermutlich auf den hier warten. Okay, also das Vorsignal da vorne ist für uns schon auf Fahrt gestellt. So, wir halten an. Etwas komisch, ehrlicherweise. Ich weiß nicht, ob wir mal beim Stellwerk nachfragen sollten. Machen wir mal. Auf Signalwechsel warten. Okay. Okay, jetzt ist da hinten Halt zu erwarten. Kleine Parallelausfahrt, während die andere S-Bahn vorbeifährt. Hat er eine bessere Beschleunigung? Hat die 422 eine bessere Beschleunigung als der Flirt 1? Jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, ehrlicherweise. So, und wir haben wieder Halt zu erwarten. Nee, gar nicht. Schau an. Freie Fahrt zu erwarten. So, wir müssen jetzt aber auch schon wieder runtergehen mit der Leistung, denn da vorne, das merkt man hier in diesen beiden hohen Häusern, diesen großen weißen. Wobei hier ist, glaube ich, noch eins, ne? Na, vier sind sogar insgesamt. Da ist nämlich Mülheim Hauptbahnhof. So, mit 50 sind wir am Bahnsteigsanfang. Ganz leicht auslösen wieder. Das Bahnhofsgebäude von Mülheim. Und dann würde ich sagen, halten wir mal hier bündig am Bahnsteigsdach an. Okay, da merkt man hier die unterschiedliche Bahnsteigshöhe, da kommt die KI nicht so gut mit klar. Aber naja. Schön, oder? Hier ist um Gegenlicht. So, hier vorne die 422, hat Doppeltraktion. Vielleicht die S1, vermutlich die S1. Fährt nämlich auch in Doppeltraktion hier rum. Und der fährt jetzt aus. So, Türen. Achso, links. Jetzt habe ich die Türen auf der falschen Seite geöffnet, statt die auf der richtigen zu schließen. So. Okay, so, dann
einmal auf 130 hoch beschleunigt. Als nächstes halten wir ein Essen. Das ist übrigens tatsächlich ein in diesem Sinne realistisches Szenario. Der RE3 fuhr tatsächlich einige Zeit lang über Essen statt über Gelsenkirchen, nämlich aufgrund von Bauarbeiten. Insofern ist das eine, mehr oder weniger, eine Abbildung der Realität. Natürlich nur in dem Maße, wie es TSW zulässt. Natürlich haben wir nicht alle akkuraten Fahrzeuge, aber recht viel ist hier schon akkurat. Gut, der Flirt 3 fehlt natürlich in Gänze, aber sei es drum. Mal gucken, ob wir dich gleich wieder auf die S-Bahn treffen. Die dürfte nicht allzu weit von uns entfernt sein. Ob wir da nicht noch eine weitere Parallelfahrt haben. Wir dürfen auf jeden Fall ab hier vorne, ja, wobei die S-Bahn ist recht weit weg, aber ab hier vorne auf 160. Würde ich sagen, einmal den Leistungshebel auch komplett runter. Vielleicht schaffen wir wirklich die Parallelfahrt. Zumal die 422, glaube ich, eine Vmax von 140 hat, ne? Insofern dürften wir den gleich noch einholen. Also den werden wir auf jeden Fall überholen, weil der mit Sicherheit auch noch in Essen-Frohnhausen und in Essen-West halten wird. Da ist er auch schon. Da ist er. Herrlich. Also wie es Tom immer wieder schafft, so unglaublich gute Szenarien zu bauen, das ist mir ein Rätsel. Es ist einfach der Wahnsinn. Guckt euch das an. So eine Parallelmitfahrt. Ist auch sehr, sehr realistisch übrigens für die Strecke hier. So eine Parallelmitfahrt. Der fährt jetzt ein in Essen. Frohnhausen. Für uns geht's weiter. Da halten wir als RE natürlich nicht. Da kommt uns der TGV entgegen. Ich gehe mal davon aus, dass das den Thales darstellen soll, symbolisieren soll. Was ja auch eine sehr, sehr schöne Idee ist, dass das mit drin ist. Ich glaube, es gibt sogar ein Thales Repaint. Das sind wir auch schon mal in einem Video zusammengefahren. So, das war die Ankündigung auf 130. Also bremsen wir mal. Hier das S-Bahn-Ausbesserungswerk von Essen-Waldhausen. Und wir haben nicht Halt zu erwarten, oder doch? Doch, wir haben Halt zu erwarten. Und da ist auch schon Essen Hauptbahnhof. Mit der sehr unvollständigen Skyline von Essen. So, 60 am Bahnsteigsanfang. Da noch ein Intercity. Sehr schön. Ich würde sagen, wir halten da vorne am Hauptsignal. Kurz lösen. Sehr gut, wir haben auch freie Fahrt zu erwarten. Und dann halten wir jetzt mal. Und zwar am Hauptsignal. Okay, wir haben es, glaube ich, überfahren, ne? Ne, doch nicht.
Türen auf, oder? Da! Wo ist denn der Magnet? Da ist der Magnet. Also, was haben wir hier rumstehen? Intercity. Ja, Moment, freie Kamera, so. 146, das ist. Ja, könnte der RE6. Nee, das ist ein Rhein-Ruhr-Express. Ja, wobei, vielleicht schon. Nach Duisburg fährt er auf jeden Fall. Da sehen wir es auch, Duisburg. Dann haben wir hier vorne die 422. Das ist der RE nach Münster, glaube ich. Der hält hier hinten bei Gleis 22, 21, 22. Das Gleis 9, 3 Viertel von Essen Hauptbahnhof. Und dann haben wir, ich glaube, wir müssen die Türen zumachen, ne? Links, so. 425. Da hinten die S6 und das könnte, weiß ich nicht, die S9 sein. Die jetzt gerade übrigens auch losfährt. Dann würde ich sagen, fahren wir auch gleichzeitig los, dann haben wir eine kleine Parallelausfahrt. Oh, der fährt auch los, sehr schön. So, wir dürfen 110 fahren. Sehr, sehr schön. Also bei sowas macht TSW einfach super viel Spaß, bei solchen Szenarien. Ne? Das ist einfach par excellence. So, auf die 130 hoch. Dann halten wir noch in Wattenscheid. Und danach in Bochum Hauptbahnhof. Hier sind meistens ein paar ICEs abgestellt, meine ich zumindest, dass es hier wäre. Doch, eigentlich schon, genau. Sieht man häufiger mal, dass hier noch ein ICE, in der Regel sind es ICE 3er, die hier auch abgestellt sind auf dem Gleis. Meistens so 2, 3 oder einer. Einen sieht man häufig dort. Ab hier dann 130, wir fahren auch schon 130, gut. Aber guck mal, hier steht, dass wir 15,8 kV haben. Steht das, wenn man in der Schweiz fährt, auch dort? Das frage ich mich gerade. Weil an sich 15,8 kV wäre jetzt gar nicht mal so falsch für Deutschland. Ab hier dann 150 hinter der Weiche. Nämlich jetzt. Und jetzt dann auch die 160 vorbei an Kreis Süd. Hier hält normalerweise, glaube ich, nur die RB40 und irgendein anderer Zug, glaube ich, auch noch. Wir können übrigens auch hier mit diesem Pedal und die Seitenfenster ausklappen. Ich mache das mal so, dass man sehen kann, also wenn ich jetzt hier drauf drücke, da sieht man dann rechts das Seitenfenster. Das ist ganz cool gemacht. Okay, und wir haben Halt zu erwarten. Oder auch nicht. Oder doch. Wir tun mal lieber so, als wenn das Signal rot wäre, das auf das wir zufahren. So, einmal auslösen.
Ich kann es noch nicht erkennen, doch ich glaube, es ist. Ja, es ist rot. Oh, wir haben etwas vergessen, was ganz Fundamentales, glaube ich. Ah ne, Fahrgastraumbeleuchtung an. Sehr gut. Interessant ist halt, dass hier 15,8 kV stehen. Hier sind es aber 17 kV. Also würde ich behaupten, das hier ist in diesem Sinne nicht streckenabhängig. Also das hier wird einem. Ah, wir haben Freifahrt. Also hier stehen immer 17 kV. Das ist allerdings, diese Anzeige hier ist abhängig davon, was auf der Strecke gilt. Oder das müsste man jetzt natürlich mal nachprüfen, wenn man jetzt mal mit dem Zug in der Schweiz unterwegs wäre, was da dann in diesem Display steht. Vielleicht mache ich das auch nach dem Video. Entschuldigung. Da kommt ein ICE vorbei und wir haben Halt zu erwarten. Oh, wir müssen eh anhalten. Das war ein Entscheid. Das ist der ICE 3 in der Pride-Lackierung. Gibt es auch im Railsim-Forum zum Download. Gute Frau. Na. Das hier übrigens Flirt steht als Zugziel, ist auch dank einer Mod. Auch schön, wie die einzelnen Lichtpartikel hier designt sind. Moment. Ja, schön gemacht. Kiel ist Deutschland. Okay, so, dann auf mit 140 nach Bochum Hauptbahnhof, wo unsere Fahrt heute logischerweise enden wird. Oh, hallo? Okay, wir dürfen 160 fahren.
Und wir haben wieder halt zu erwarten. Ankündigung auf 120. Da ist auch ein Halt zu erwarten. Aber ich glaube, das Hauptsignal. Ja, ich glaube, das Hauptsignal steht. Also das rot zeigende Hauptsignal. Das Halt zeigende Hauptsignal steht am Ende des Bahnsteigs. Ja. So, wir bremsen. Da noch ICE 425, 146. Und es fährt ein IC gerade ein. Herrlich. Okay, wir halten bündig an der Bahnsteigsüberdachung. Öffne die Türen. Gucken uns hier vorne um. Hier steht nämlich noch, da habe ich das Szenario so ein bisschen selbst verändert, habe das selbst ausgetauscht. Hier noch eine 204 mit einem kleinen, aber feinen gemischten Güterzug. Den IC hat, da habe ich das. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. Da habe ich das Repaint ausgetauscht. Das ist das Europa Repaint ist. Auch ein herrlich gut gelungenes Repaint. In dem saß ich schon mal übrigens drin, in dem Europa Repaint oder Lackierungs-ICE. Okay. Dann würde ich sagen, mit diesem Blick hier verabschiede ich mich von euch, bedanke mich fürs Zusehen und wünsche alles Liebe, alles Gute.